Karneval 2020. In Gangelt ist das Coronavirus angekommen. Bisher dachten alle, das sei ein chinesisches Problem. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, ich war in dem Zeitpunkt mit Minister Spahn im Flugzeug. Wir waren auf einer Tagung in Rom gewesen mit europäischen Gesundheitsministern. Und auf dem Rückflug kam diese Nachricht rein. Und da war mir klar, jetzt geht's los. Die Pandemie ist jetzt auch in Deutschland. Eine Karnevalssitzung wird zum Superspreader-Event. Zwei Wochen später gibt es hier im Kreis Heinsberg bereits die ersten Todesfälle Deutschlands. Die Politik muss handeln. Zusammenkünfte und Ansammlungen in der Öffentlichkeit von mehr als zwei Personen sind verboten. Die Isolation der einzelnen Erkrankten funktioniert nicht mehr. Der Kampf gegen das Virus beginnt. Heinsberg war der Anfang. Wir haben ja trotzdem, was wir alles gemacht haben, in Nordrhein-Westfalen 33.000 Tote, die an Corona gestorben sind. Politik und Wissenschaft versuchen, die Bevölkerung mit rigorosen Maßnahmen zu schützen. Maßnahmen, die die Freiheit der Menschen einschränken. Wie wirkungsvoll war das? Und welche Lehren kann man daraus ziehen? Heinsberg im Lockdown. Noch gibt es die Hoffnung, das Virus regional zu begrenzen. Dann hat der Landrat im Kreis Heinsberg ja relativ schnell entschieden, die gesamte Infrastruktur für Kinder zu schließen, die Schulen, die Kindergärten. Wir hatten dann ja auch relativ schnell dann die ersten Fälle, die dann auch im Krankenhaus waren. Menschen sind in den Häusern eingesperrt, soziale Kontakte verboten. Deutschlands erster regionaler Lockdown startet in NRW. Natürlich gibt es diesen unbändigen Wunsch nach Freiheit bei uns allen. Und gleichzeitig gab es diese riesige Sorge, was das Virus alles anstellen kann. Weil das war ja auch unklar. Und wir haben ja alle vielleicht noch diese Bilder jetzt aus Italien, aus Bergamo im Kopf, wo diese unendliche Reihe an Leichentransporten irgendwie zu sehen war. Die italienische Stadt kommt dem schnellen Tod durch das Virus nicht hinterher. Im März sterben hier 670 Menschen an Covid. Das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch. Unsere Vorstellung von Normalität, von öffentlichem Leben, von sozialem Miteinander. All das wird auf die Probe gestellt wie nie zuvor. Sie hat ja um große Fernsehansprachen mit Ausnahme der Neujahrsansprache immer sorgfältig einen Bogen gemacht. Das ist der eine Moment gewesen, in dem sie es empfunden hat, dass es so ernst, so bedrohlich ist, dass sie sich an alle Menschen wenden sollte. Es folgt der erste Pandemie-Lockdown in ganz Deutschland. In einer nie dagewesenen Radikalität werden Kontakte verboten und die weltweite Mobilität eingeschränkt. Ich erinnere mich, dass wir tatsächlich hier im Kanzleramt mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten zusammengesessen haben, mit der Kanzlerin, dem Vizekanzler und heutigen Kanzler. Und dann viel diskutiert wurde und dann irgendwann diese Entscheidung stand, jetzt müssen wir etwas tun, was ja Deutschland vorher noch nie gemacht hatte. Wir müssen tatsächlich Geschäfte schließen, Schulen schließen und das öffentliche Leben praktisch stilllegen. Je entschlossener wir jetzt vorgehen, desto schneller können wir zurück in den Alltag finden. Die Zeit, die wir jetzt gewinnen, schützt unser Gesundheitssystem vor Überlastung und Überforderung. Die Überforderungssituation im Gesundheitssystem, das war was, was dann alle umgetrieben hat. Was machen wir eigentlich, wenn die Zahlen so ansteigen, dass die Krankenhäuser nicht mehr hinterherkommen? Und dazwischen abzuwägen, das war halt was, dafür gab es kein Drehbuch, wie das so häufig in so Krisensituationen ist. In den Kliniken häufen sich die Fälle von schwer erkrankten Corona-Infizierten. Die Sorge ist,
dass die Intensivstationen ähnlich wie in Bergamo an ihre Grenzen kommen. Bis Mitte März sind die Infektionszahlen auf über 3000 gestiegen, aber im europäischen Vergleich noch niedrig. Einen Plan, was im Falle einer Pandemie zu tun wäre, gibt es. Wissenschaftler des Robert-Koch-Instituts haben ihn schon lange zuvor für den Ernstfall ausgearbeitet. Es ist die gesetzliche Aufgabe des RKI, sich auf eine Pandemie vorzubereiten. Das heißt, das macht es seit rund 30 Jahren, dadurch, dass es Netzwerke baut, die in der Pandemie auch aufgebaut werden, genutzt werden. Die Umsetzung ist ja dann auf Länder- und Kommunalebene. Und das heißt, es ist natürlich wahnsinnig wichtig, dass diese Ebenen genügend Kapazität haben. Und das hatten sie eben nicht, weil viele Jahre lang in diese Infrastruktur nicht investiert wurde. Es gibt nie ein echtes Drehbuch für eine Pandemie. Aber natürlich gibt es ganz viele Überlegungen und Pläne, die im Vorfeld einer Pandemie angestellt worden sind. Das Besondere daran war, dass sie in Deutschland nur niemand gelesen hatte. Und um die Maßnahmen eines Pandemieplans auf kommunaler Ebene auch umsetzen zu können, braucht man eine digitale Infrastruktur. Es ist ja so, dass man sagen muss, dass unsere Gesundheitsämter, die kommunalen Gesundheitsämter, in der Regel schlecht ausgestattet waren. Das war auch so in der Politik, ja, muss man irgendwie haben, aber so richtig, wie ich das immer nenne, sexy war das Thema für niemand in der Politik. Also ist da nicht das Geld reingegangen. Das öffentliche Leben auf Null herunterzufahren, wie es der Plan vorsieht, hat massive Auswirkungen auf die Menschen selbst. Lockdown für eine Gesellschaft bedeutet zunächst mal den Entzug von allen sozialen Kontakten. Und eine Gesellschaft lebt von sozialen Kontakten. Täglicher Art, die Kinder leben davon, ihre Freundinnen und Freunde zu treffen. Wir leben davon, mit anderen Personen uns zusammenzutun, in der Arbeit, im Privaten. Und die Familien waren auf sich selbst zurückgeworfen. Also es war ein Entzug aller Soziabilität. Und als Soziologin kann ich sagen, das ist das Schlimmste, was den Menschen passieren kann. Spielplätze in ganz Deutschland werden geschlossen. Nur Nordrhein-Westfalen macht eine Ausnahme. Ganz am Anfang, da kann ich mich noch gut erinnern, habe ich ja gedacht, ja, aber die Spielplätze, die lässt er offen. Das habe ich ganze 3 Tage durchgehalten. Weil das mediale Echo einfach so war, ist der verrückt geworden. Wie kann der noch erlauben, dass die Kinder auf den Spielplatz gehen? Mit dem Wissen von heute wird das kein Mensch mehr fordern. Es wird sich herausstellen, dass Kinder nicht die Treiber der Infektionen sind und selten ernsthaft erkranken. Die bundesweiten Schulschließungen benachteiligen vor allem Kinder ohne Handy, Laptop oder unterstützende Eltern. Wir hätten es anders machen können, indem wir uns viel, viel schneller, wie auch in anderen Ländern es der Fall war, schon mal präventiv aufstellen. Und gerade in den Schulen wäre eine präventive Aufstellung jene gewesen, dass wir eine wesentlich bessere Digitalisierung unserer Schulen hätten. Wie man die Kinder am besten vor Viren schützen kann, ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Es kann auch andere Viren geben, wo dann zum Beispiel die Kinder die hauptbetroffenen Gruppen sind. Zum Beispiel bei bestimmten Influenza-Viren-Subtypen wissen wir, dass die Kinder hauptsächlich betroffen sind. Würden wir zum Beispiel eine Influenza-Virus-Pandemie haben, die hauptsächlich Kinder betrifft, dann müsste man sogar die Schulen schließen. Dann ist das fast alternativlos. Aber es hängt eben vom Virus ab. Doch das neue Virus gefährdet nicht die Kinder, sondern besonders ältere Menschen mit Vorerkrankungen. Am Anfang haben die chinesischen Kollegen sehr viel publiziert. Das heißt, wir wussten sehr früh, dass hauptsächlich die Alten und Hochaltrigen schwer erkranken. Das war wirklich schwierig. Es gibt noch keine Impfung, nicht ausreichend Schutzkleidung. Man weiß sich keinen anderen Rat, als Pflegeheime abzuschotten, um so die Alten vor den schweren Erkrankungen zu schützen. Da haben sich Jahrzehnten auch vor den Altenheimen abgespielt in der Situation, die man sich heute ja vielleicht schon manchmal gar nicht mehr vorstellen kann. Also mit dem Wissen von heute hätte man es so nicht machen müssen. Zumindest nicht mehr in dem Zeitpunkt, wo wir über Schutzbekleidung verfügten. Und
Was ja dann vor allen Dingen Sachen sind, die man gar nicht wieder gut machen kann. Also wir waren schlichtweg überfahren von so einer Situation, was man nicht recht versteht, weil wir ja immerhin ein entsprechendes Papier in der Schublade hatten, welches 20 Jahre vorher erstellt worden ist und erschreckend genau dieses Szenario abgebildet hat. Geschäfte und Betriebe sind geschlossen, weltweit Lieferketten unterbrochen. Die Wirtschaft leidet. Der damalige Finanzminister Olaf Scholz verspricht ein Hilfspaket, die Bazooka. Ein paar Sachen konnten wir tatsächlich aus 2008, 2009, der Finanzkrise und dem Bankenproblem mit rübernehmen. Also zum Beispiel die massive Ausweitung der Kurzarbeit als Mittel, um Beschäftigung zu stabilisieren. Dass die Leute also nicht entlassen wurden, sondern in ihren Jobs blieben. Und wir hatten zwischendurch über 10 Millionen, die Kurzarbeitsanträge gestellt hatten. Doch es gibt noch nicht mal genug Masken, die vor Ansteckung schützen könnten. Das hat mich eigentlich am meisten am Anfang belastet, dass wir einfach keine Schutzmaterialien hatten. Wenn Sie dann ein Gesundheitsminister sind und Sie haben die Leute in den Krankenhäusern liegen, Sie haben die ersten Infektionen in den Altenheimen und Sie haben nicht mal vernünftige FFP2-Masken fürs Pflegepersonal. Ich habe zum Beispiel, das werde ich nie vergessen, in der Zeit zum ersten Mal in meinem Leben erlebt, du hast Geld und kannst nichts kaufen. Die ganze Welt kauft gerade Schutzmasken. Ein Centprodukt ist gerade Gold wert. Das bedeutet, dass Krankenhäuser, Arztpraxen und Pflegeheime kaum noch die Chance haben, auf einem solchen Markt, der so umkämpft ist, selbst ihre Vorräte aufzustocken und selbst das zu beschaffen, was sie brauchen. Der Engpass entsteht, weil Masken und Schutzkleidung vor allem aus China kommen. Das Lieferproblem macht die Abhängigkeit Deutschlands vom chinesischen Markt deutlich. Ich hatte diese blöden Masken nicht mal. Desinfektionsmittel konnten wir lösen, weil wir am Ende auch Schnaps gemacht haben. Und Schnapsbrennereien gibt es in Westfalen in jedem Dorf und die haben uns den Kopf gerettet. Aber der FFP2-Maske konnte keiner machen. Es gab nicht genügend Vorratshaltung. Das Robert-Koch-Institut hat im Jahr 2012 eine Studie durchgeführt für eine eventuelle Pandemie. Und dann haben wir unter anderem abgeleitet, dass es zu wenig Schutzkleidung geben wird. Und den Ratschlag gegeben, dass man eben solche Masken vorrätig hält. Und das wurde nicht getan. Ich glaube, dass die großen Fehler, die in der Bekämpfung der Pandemie am Anfang passiert sind, dass das keine Fehler gewesen sind, weil das Geld nicht da war. Es wäre ja jeder bereit gewesen zu zahlen, sondern weil wir einfach nicht ausreichend vorbereitet waren. Noch wissen Ärzte nicht, wie sie den Erkrankten effektiv helfen können. Deshalb ist Isolation der einzige Weg. Flatten the curve wird zum Schlagwort. Es hat vor allem ja immer die Sorge gegeben, dass das Gesundheitssystem überlastet wird und dass es quasi so ein Kipppunkt ist, wenn erstmal zu viele da sind, dass dann auch wahnsinnig viele sterben werden. Wie auf der ganzen Welt steigen auch in Deutschland die Todesfälle. Allein in Nordrhein-Westfalen sterben bis Mitte Mai 1500 Menschen an Covid. Mit dem ersten radikalen Lockdown schafft es Deutschland dennoch erstaunlich gut, die Infektionszahlen zu begrenzen. Dass dies gelungen ist, dass der Reproduktionsfaktor jetzt auch unter 1 ist, dass wir an etlichen Tagen mehr Genesene haben als Neuinfizierte, das ist vorneweg den Bürgerinnen und Bürgern zu verdanken. Klar ist, auf Dauer kann die Isolierung der Gesellschaft allein das Virus nicht besiegen, sondern nur ein Impfstoff. Und heute hat die Bundesregierung ein bislang einmaliges Sonderprogramm für die Entwicklung und für die Herstellung von Impfstoffen beschlossen. Das Programm hat ein Volumen von bis zu 750 Millionen Euro. Drei Biotechnologieunternehmen werden vom Bund bei ihrer Impfstoffforschung unterstützt. Die sonst jahrelangen Testverfahren werden abgekürzt, um die Entwicklung zu beschleunigen. Zur selben Zeit atmet Deutschland auf.
Im Sommer 2020 kommen Menschen wieder zusammen, damals noch ohne Masken. Das Schlimmste scheint überstanden. Fast alle Beschränkungen sind gelockert. Doch manche Großveranstaltungen, besonders kulturelle, bleiben bis Ende des Jahres verboten. Gegen die rigorosen Maßnahmen der Regierung, vor allem in der Kulturbranche, gibt es Protest. Viele Künstler sind in ihrer Existenz bedroht. Die Bazooka hilft nicht allen auf die gleiche Weise. Ein Land ohne Live-Kultur ist wie ein Gehirn ohne geistige Nahrung, ohne Euphorie, Aufbruch, Lust, Diskurs, Lachen und Tanz. Es verdorrt, gibt Raum für Verblödung, für krude und verrohene Theorien, verhärtet und fällt seelenlos auseinander. Ein Konzert verboten, ein Fußballspiel erlaubt, das verstehen viele nicht. Für Bürger und Bürgerinnen ist es wichtig, nachzuvollziehen, was sind die Gründe für die einzelnen Entscheidungen. Wenn es dafür sachliche Gründe sind, dann ist das okay. Aber die muss man dann auch transparent kommunizieren. Die größte Währung ist Vertrauen. Ohne Vertrauen wird es sehr, sehr schwer, Menschen dazu zu bewegen, etwas zu tun oder zu lassen. Das Virus ist nicht besiegt. Im Herbst 2020 hat sich eine neue, deutlich ansteckendere Variante entwickelt. Tag für Tag steigt die Zahl der Neuinfektionen sprunghaft. Die Pandemie breitet sich wieder rapide aus, schneller noch als zu Beginn vor mehr als einem halben Jahr. Der vergleichsweise entspannte Sommer ist vorbei. Jetzt stehen uns schwierige Monate bevor. Eine Kontrolle seitens der Regierung wie im ersten Lockdown gelingt nicht. Die Infektionszahlen steigen auf über 20.000 pro Tag. Was zu diesem Zeitpunkt noch kaum Beachtung findet: manche Menschen werden nach einer Infektion nicht wieder gesund. Körperliche Beschwerden bleiben über Monate bestehen. Long-Covid wird man das bald nennen. Auch die 27-jährige Paula gehört zu den vielen Menschen, die nach einer Corona-Infektion schwer krank bleiben. Also es ist wie eine Abwärtsspirale, es wird immer schlechter. Vor einem Jahr hatte ich ja auch schon Long-Covid. Da konnte ich noch in die Uni gehen, da konnte ich noch draußen mich mit Freunden treffen ab und zu. Es kommen mehr Symptome dazu, ich bin total geräuschempfindlich geworden. Ich kann mich nicht mehr so gut an Gruppen treffen, das ist mir zu laut, das ist zu anstrengend. Auch kognitiv kann ich mich nicht mehr belasten. Mittlerweile liege ich 23 Stunden im Bett. Eine wirksame Therapie gegen Long-Covid gibt es noch nicht. Wir haben dann auch 2020 schon Anträge gestellt für Forschungsförderung. Und da war ich dann doch etwas überrascht, als wir erstmal keine Förderung bekommen haben und es auch Kommentare gab, wie das, dieses Thema als nicht relevant eingeordnet wird. Alle Anstrengungen und finanziellen Förderungen konzentrieren sich zu diesem Zeitpunkt auf die Entwicklung eines Impfstoffs. Stand heute wird es wahrscheinlich so schnell wie noch nie zuvor in der Menschheitsgeschichte einen Impfstoff gegen ein neues Virus geben können. Danach sieht es jedenfalls aus. Ich glaube, was klar war, dass die Impfungen das Zentrale waren, um aus dieser Pandemie rauszukommen. Und das ist eine der Lehren. Alles dafür tun, dass in einer solchen Situation Impfstoffe zur Verfügung stehen und dass wir aber auch die Impfstoffproduktion hier bei uns in Deutschland oder Europa machen können. Also dass wir nicht angewiesen sein dürfen auf andere Länder, die zum Beispiel wie China im Lockdown waren. Nach heftigen Debatten ist der Weg frei für die Reform des Infektionsschutzgesetzes im Kampf gegen Corona. Bundestag und Bundesrat beschlossen Änderungen, die die Maßnahmen gegen das Virus auf eine konkrete rechtliche Grundlage stellen sollen. Das Virus ist dynamisch, wir müssen es auch sein. Daher nun das dritte Bevölkerungsschutzgesetz in 9 Monaten, das uns in dynamischer Lage die rechtliche Grundlage gibt, mit diesem Virus noch besser umzugehen. Das überarbeitete Infektionsschutzgesetz regelt konkrete Maßnahmen, mit denen eine Pandemie bekämpft werden kann. Unter anderem Maskenpflicht, Kontaktbeschränkungen und Betriebs- und Gastronomieschließungen. Gegner des neuen Gesetzes werfen der Regierung vor, Grundrechte zu missachten.
Spätestens mit der Novellierung des Infektionsschutzgesetzes hat die Bundesregierung einen Teil der Bevölkerung verloren. Tausende gehen gegen das Gesetz auf die Straße. Von Corona-Diktatur ist da die Rede. Das Infektionsschutzgesetz greift schon weitreichend in der Krisensituation in die Rechte des Menschen ein. Aber den Vorwurf, dass die Demokratie gefährdet war, den habe ich nicht verstanden. Die ganze Zeit gab es ja und gibt es auch nach wie vor ein Parlament. Die haben ja jederzeit die Möglichkeit gehabt, diese Dinge zu ändern. In Nordrhein-Westfalen ist Düsseldorf das Zentrum der Proteste. Die Zahl derjenigen wächst, die sich nicht nur gegen die Maßnahmen wehren, sondern auch die Gefährlichkeit des Virus grundsätzlich leugnen. In dem ersten Lockdown hat man uns geglaubt und wir haben versäumt zu sagen, unter den jetzigen Bedingungen ist das so, aber Leute, das kann sich ändern. Und das hätte die Leute mehr mitgenommen, als dieses, ja, so ist es, nach vorne zu rücken. Dass es uns auch in der Verbindung zwischen Wissenschaft und Politik nicht möglich war, ein Vertrauen, welches wir noch hatten bei dem ersten Lockdown, nicht über den zweiten Lockdown hinwegzubekommen, sondern dieses massive Abrücken und dieses massive Hinterfragen teilweise, ob es überhaupt Corona gibt und ob das nicht alles eine Fake-Erzählung ist, das habe ich als Wissenschaftlerin, als persönliches Versagen schon wahrgenommen. Die Hochzeit der Corona-Demonstrationen ist auch die Hochzeit der Todesfälle in Deutschland. Die neue Alpha-Variante lässt sich durch Abstandsregeln kaum kontrollieren. Auf den Politikern lastet die Verantwortung, jetzt die richtigen Entscheidungen zu finden. Wir müssen nun gewichten, Prioritäten setzen, abwägen und tun dies seit Beginn der Pandemie. Egal, was wir tun oder ob wir nichts tun, es entsteht Schaden. Egal, was wir entscheiden oder ob wir gar nicht entscheiden, es entsteht Schaden. Die Frage ist, wo entsteht welcher Schaden? Das ist der Job der Politik, in einer unsicheren Zeit Entscheidungen treffen zu müssen. Zum Teil auf einer unsicheren Grundlage, Datengrundlage. Und hin und wieder ist es so, dass sie zwischen drei schlechten Entscheidungen auswählen müssen. Und das Nicht-Tun ist eine dieser Entscheidungen. Und das, glaube ich, ist das, was man von Politikerinnen und Politikern erwarten kann, dass sie sich dann, ja, können ja dann nicht sagen, wir melden uns im halben Jahr wieder, wenn wir wirklich jetzt absolute Sicherheit haben oder vielleicht ein bisschen mehr Sicherheit haben, sondern die Entscheidung muss dann getroffen werden, weil wenn ich sage, ich mache jetzt nichts, habe ich auch eine Entscheidung getroffen und die dann auch Konsequenzen hat. Dieses Ringen, dieser ungeheure Druck, Druck ist das am häufigsten verwendete Wort, wie man mit dieser Pandemie eigentlich umgehen soll, welche Freiheitsbeschränkungen für den Gesundheitsschutz angemessen sind, wo die Grenzen zu verlaufen haben. Viele schlaflose Nächte, logisch. Es bleibt einem ja nicht in den Knochen nur hängen. Das geht einem ja auch, man hat ja auch ein Gewissen. Und natürlich denkt man darüber nach, wann war es, dass man eine Riesenverantwortung hat. Am Ende des Jahres scheint die Lösung aller Probleme nah. BioNTech liefert heute und in den nächsten Tagen die ersten Hunderttausenden Corona-Impfstoffdosen an Deutschland aus. Zu Recht gibt dieser Tag vielen Menschen Hoffnung. Vor allem denjenigen, die am verletzlichsten sind. Den Hochbetagten, den Pflegebedürftigen, denjenigen, die sie betreuen und pflegen. 6 Monate nach der Anschubfinanzierung durch die Bundesregierung wird bereits der erste Impfstoff verabreicht. Es war wirklich eine Glanzleistung der Wissenschaft, in so kurzer Zeit diesen Impfstoff zu entwickeln und dann auch zu sehen, dass dieser Impfstoff erstmal wirksam ist, dass er immunologisch wirksam ist, aber dass er auch schützen kann. Das war schon für eine Wissenschaftlerin eine Sternstunde, das zu erleben. Für das deutsche Unternehmen BioNTech wird der Impfstoff zum Milliardengeschäft. Dann gab es irgendwann die Hoffnung, jetzt kommen die Impfstoffe, dann wird es aber endlich besser. Und es wurde ja nicht so richtig besser. Und so dieses Gefühl,
jetzt können wir endlich durchatmen, wurde ja regelmäßig enttäuscht. Wir erweitern die Pflicht zum Tragen von medizinischen Masken. Das gilt für die öffentlichen Verkehrsmittel und für die Geschäfte. Verbindliche Pflicht also, das zu tragen. Die medizinische Maske erobert mehr und mehr den öffentlichen Raum. Das Tragen wird vielerorts zur Pflicht. Im Laufe der Zeit hat sich herausgestellt, dass auch gesunde Personen ohne Symptome das Virus ausscheiden. Und damit war klar, dass die Maske einen viel höheren Schutzfaktor ausmacht, als wir das vorher dachten. Das heißt, das war ein Grund, warum man am Anfang mit der Empfehlung von Masken tatsächlich anders umgegangen ist, wenn wir davon ausgegangen sind, dass nur kranke Personen übertragen und die sollten nur Maske tragen. Pflicht statt Freiwilligkeit. Das wird zum Streitthema. Die Maske ist ja zu einem Symbol geworden, einem Symbol der Unfreiheit. Das habe ich persönlich nie verstanden, weil die Maske uns ja Bewegungsfreiheit gegeben hat. Es geht ja hier gar nicht danach, dass man das macht, was die Politik einem sagt, sondern es geht darum, dass man versteht, warum man etwas machen muss und warum das, was man machen soll, für die eigene Person auch gut ist. Und wenn man dieses Vertrauen nicht hat, dann glaubt man auch nicht, dass eine bestimmte Maßnahme für einen selbst gut ist und dann wird man sie auch nicht ergreifen. Schnell davon zu überzeugen waren die meisten Bürger, dass nur eine Impfung vor dem Virus schützt und die Pandemie beenden kann. Es werden Impfzentren in Messe- und Turnhallen und sogar im Kölner Dom eingerichtet. Der Run auf den Impfstoff beginnt. Bis zum Sommer 2022 werden sich in Deutschland über 60 Millionen Menschen impfen lassen. Der Impfstoff war ja die Lösung, überhaupt zu glauben, wir können mit dieser Pandemie leben. Der Impfstoff hat nachher auch nicht das gehalten, was wir am Anfang glauben. Vor allen Dingen ja die Frage, dass wenn man geimpft ist, dass man auch andere Menschen nicht mehr anstecken kann. Das hat sich ja nicht bewahrheitet, das muss man auch mal sagen. Aber der Impfstoff hat natürlich uns riesig geholfen. Die 27-jährige Paula gehört zu denjenigen, die trotz Impfung schwere Langzeitschäden nach ihrer Infektion bekommen haben. Ich habe mich dann direkt impfen lassen, zweimal mit BioNTech. Und war nach wie vor nicht ängstlich. Ich habe gedacht, naja, also ich bin keine Risikogruppe. Wenn ich es kriege, dann habe ich es eben und dann bin ich immun dagegen. Die Impfung schützt vor schweren, vor allem tödlichen Verläufen, schützt auch vor schweren Langzeitfolgen. Und schützt auch vor Long-Covid, aber eben nicht in vollen Umfang, sondern da gibt es Daten aus verschiedenen Studien, dass das Risiko um etwa die Hälfte gesenkt wird. Die ganze Infektion verlief ziemlich harmlos. Ich hatte kaum Symptome und mir ging es danach auch ziemlich gut. Ich war sehr fit, habe viel Sport getrieben. Und dann 2 Monate später wurde bei mir plötzlich da wieder Stecker gezogen. Ich hatte keine Energie mehr. Ich war total abgeschlagen. Ich wusste, irgendwas stimmt mit meinem Körper nicht. Ich habe mich noch nie in meinem Leben so gefühlt. Hunderttausende werden an Long-Covid erkranken. Doch noch konzentriert sich die Politik auf die Bekämpfung der Infektion selbst. Dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler. Denn am Ende trage ich für alles die letzte Verantwortung qua Amt. Ist das so? Also auch für die am Montag getroffene Entscheidung zur sogenannten Osterruhe. Gleichwohl weiß ich natürlich, dass dieser gesamte Vorgang zusätzliche Verunsicherung auslöst. Das bedauere ich zutiefst und dafür bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger um Verzeihung. Ein spezieller Lockdown über die Ostertage war in der Ministerpräsidentenrunde erst beschlossen und dann zurückgenommen worden. Die Osterruhe ist ein Moment der Überforderung. Das heißt, diese Runde
eben weil sie nicht mehr gut genug vorbereitet, eben weil sie kein echtes Gremium hat, das ihnen akribisch zuarbeitet, verstolpert sich an dieser Stelle und trifft eine Entscheidung, die zwar gut gemeint, aber ungeheuer schlecht gemacht war. Es ist sehr schwierig, im politischen Umfeld Entscheidungen wieder rückgängig zu machen, weil Politikern in der Regel Fehler nicht zugestanden werden. Während Kanzlerin, Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten um richtige Entscheidungen ringen, kommt die dritte Welle der Pandemie. Schließlich vereinheitlicht die Kanzlerin den bundesweiten Flickenteppich von Regulierungen mit einem neuen Gesetz. Jetzt gilt die bundeseinheitliche Notbremse. Damit ist nun für die Bürgerinnen und Bürger genau wie für die staatliche Verwaltung klar, was überall dort, wo die Inzidenz über 100 liegt, automatisch erfolgen muss. Klar war es ein Machtwort, aber für die auch zu akzeptieren. Und dann war es dann ja eben einheitlich. Und gut. Die Bundesnotbremse ist eine klare Entscheidung gegen die Eigenständigkeit der Bundesländer. Der heutige Tag ist für mich ein Tiefpunkt in der föderalen Kultur der Bundesrepublik Deutschland. Vorher hatten wir 16 Ministerpräsidenten, Regierungschefinnen der Länder, eine Kanzlerin, einen Vizekanzler, die alle ihre Beraterinnen und Berater hatten. Und alle haben sich Informationen besorgt und sind dann mit diesen Informationen, die zum Teil natürlich voneinander abwichen, zu diesen Treffen gekommen. Und dann ging die Analyse, wie ist die Lage, und die Schlussfolgerung, was ist zu tun, immer munter durcheinander. Alle Bundesländer haben unterschiedliche wissenschaftliche Experten. Und jedes Bundesland kann auch unterschiedliche regionale Maßnahmen beschließen. Das sorgt für Verwirrung. Was ich glaube, was eins der größten Versäumnisse ist, dann ist das, dass jedes Krisenszenario einer sogenannten biologischen Lage voraussieht, dass Bund und Länder ein gemeinsames Gremium schaffen, aber für dieses gemeinsame Gremium sich auch auf eine gemeinsame wissenschaftliche Beratung stützen. Diese gemeinsame wissenschaftliche Beratung hat nie stattgefunden. Jetzt vereinheitlicht die Bundesnotbremse die Regelungen, die ab einer bestimmten Inzidenz gelten. Also in der besten aller Welten hätten wir ja natürlich ein total tolles, quasi experimentelles Design gehabt, wo wir gesehen hätten, in diesem Land macht man das, das hat diese kurzfristigen, mittelfristigen, langfristigen Wirkungen, in diesem Land macht man jenes und hätte dann das Beste aus allem schöpfen können. Die Informationslage war nicht so und da sie so nicht war, hat das für die Bevölkerung tatsächlich Schaden angerichtet, weil es absolut unverständlich war, dass wenn man über eine Grenze X fährt, auf einmal eine Maskenpflicht da war, auf einmal keine Maskenpflicht mehr da war. Also es war ein absolutes Kuddelmuddel, welches natürlich das Vertrauen auch in die Wissenschaft, aber auch in die Politik total unterminiert hat. Denn trotz Bundesnotbremse bleiben viele Regelungen weiterhin regional unterschiedlich. Ab Mai 2021 gelten für viele Orte wieder neue Bestimmungen. Nur wer geimpft oder genesen ist, darf rein. Manchmal reicht auch ein negativer Test. Ziel ist es, mehr Menschen zum Impfen zu bewegen. Damit sind Ungeimpfte von bestimmten Angeboten ausgeschlossen. Die Weltgesundheitsorganisation hatte mal darauf aufmerksam gemacht, dass sie Impfskepsis für eine der größten weltweiten Gesundheitsrisiken hält. Das heißt, das, was wir versäumt haben, ist nicht zu schauen, wer kommt jetzt so schnell wie möglich an die Spritze. Jenseits derjenigen vulnerable Gruppen oder so, die es auf jeden Fall schnell geimpft werden mussten. Sondern was wir sehr lange versäumt haben, ist uns um diejenigen zu bemühen, die skeptisch sind. Ende des Jahres 2021 bekommt Deutschland eine neue Bundesregierung. Eine der ersten Entscheidungen des neuen Gesundheitsministers ist die Einführung einer Impfpflicht für Gesundheitspersonal. Eine solche Impfpflicht ist notwendig, denn am Ende des zweiten Jahres
der Pandemie ist es in keiner Weise akzeptabel, dass in Einrichtungen, wo Menschen leben, die ihren Schutz uns anvertraut haben, dass dort noch unnötigerweise Menschen sterben, weil Ungeimpfte dort gearbeitet haben. Das können wir nicht hinnehmen. Leute wie ich, die wir so Public Health Forschung machen, wir sind grundsätzlich gegen eine Impfpflicht. Aber wir wissen auch, dass es Momente gibt, wo eine Impfpflicht Sinn machen kann. Und dann gab es ja einen Regierungswechsel und dann wurde eine Teilimpfpflicht für Pflegepersonal besprochen. Es ist nie gut, wenn man nur eine bestimmte Gruppe zu einer Impfung verpflichtet. Die Impfpflicht beim Gesundheitspersonal polarisiert die Gesellschaft weiter. Die Tatsache, dass meine Krankenschwester sagt, du darfst nicht mehr arbeiten gehen, kannst ja nur begründen damit, dass du sagst, weil du nicht geimpft bist, kannst du andere Leute anstecken. Aber wo klar war, dass das nicht stimmt, finde ich, da hätte der Deutsche Bundestag sagen müssen, wir heben das wieder auf. Es ist eben eine andere Erkenntnis da. Und das hat mir dann doch ein bisschen gefehlt. Doch die Impfpflicht für Pflegekräfte wird 9 Monate lang gelten. Ich habe all jene verstanden und Teile meiner Familie gehörten dazu, die sich nicht impfen lassen wollten, aus meines Erachtens auch guten medizinischen Gründen, weil sie sagten, diese Impfstoffe sind nicht genug und ausreichend in der Testung gewesen. Aber diese Personen haben sich dann eben auch aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen. Ich würde sagen, dass wir die Pflicht haben, extrem gut zu kommunizieren. Und wenn wir das tun, dann denke ich in der Tat, können wir die Verantwortung auch bei den Personen belassen und brauchen keine Pflicht. 2 Jahre nach der ersten Impfung mehren sich die Fälle von gemeldeten Impfschäden. Betroffene haben jedoch Schwierigkeiten damit, dass ihre Beschwerden als Spätfolgen einer Impfung anerkannt werden. Es überrascht mich nicht, dass Menschen, die auf eine Infektion mit einer überschießenden Immunantwort reagieren, dass so etwas auch mal durch eine Impfung ausgelöst werden kann. Das kannten wir ja vorher auch schon. Das kennen wir bei der Masernimpfung, das kennen wir bei der Grippeimpfung. Das Risiko ist sicher deutlich gemindert oder deutlich niedriger, nach einer Impfung solche Folgen zu entwickeln wie nach einer Infektion selbst. Und einer Infektion kann man nicht entgehen. Es muss also hier zu einem schnelleren Anerkennen dieser Impfschäden kommen. Man muss allerdings auch darauf hinweisen, nur dass kein falscher Eindruck hier hängen bleibt. Schwere Impfschäden sind auf der Grundlage der Daten des Paul-Ehrlich-Institutes oder der Europäischen Zulassungsbehörde in der Größenordnung von weniger als 1 zu 10.000 Impfungen. Im Einzelhandel fallen ab Samstag alle Zutrittsbeschränkungen weg. Die Maske wird künftig der zentrale Schutzmechanismus beim Einkaufen sein. Die Ausübung von kontaktfreiem Sport im Freien soll wieder unter der Maßgabe von 3G möglich sein. Ab dem Frühjahr 2022 fallen peu à peu alle Maßnahmen weg. Doch das Virus hat Opfer gefordert. In Deutschland sterben bis Ende 2023 fast 180.000 Menschen an Covid. Und für viele ist die Pandemie auch 3 Jahre nach dem Ausbruch nicht vorbei. In Deutschland sind geschätzt 2,5 Millionen Menschen von Long-Covid betroffen. Meist Frauen zwischen 30 und 50 Jahren, die durch die folgende Infektion plötzlich zu Pflegefällen werden. Denn wir wissen, dass schwere Infektionen mit einer Häufigkeit von 5 bis 10% solche Langzeitfolgen machen können. Das ist also durchaus in dem Rahmen dessen, was wir erwartet haben. Aber was natürlich nicht klar war, dass diese Pandemie ein derartiges Ausmaß annehmen wird. Und das hat ja natürlich zur Folge, dass wir jetzt mit endlos großen Zahlen auch konfrontiert sind. Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat Long-Covid zur Chefsache gemacht. Ich glaube, dass das Problem Long-Covid nach wie vor im politischen, aber auch im wissenschaftlichen
Umfeld unterschätzt wird. Es ist eine schwere organische Krankheit. Schutz vor der Infektion bedeutet auch Schutz vor den gefürchteten Langzeitfolgen. Das Virus ist weltweit nicht nur verantwortlich für Infizierte und Tote, sondern auch für Millionen chronisch Kranke. Das Thema Corona ist weitgehend aus dem politischen Alltag verschwunden. Die Bundesregierung tut sich schwer, Gelder für die Spätfolgen der Pandemie zur Verfügung zu stellen. Wir haben derzeit nur 40 Millionen zur Verfügung, 20 Millionen aus meinem Haushalt und 20 Millionen vom gemeinsamen Bundesausschuss. Ich werde versuchen, in den Haushaltsverhandlungen, die jetzt anstehen, weitere 60 Millionen zu gewinnen, sodass wir das ursprüngliche Ziel, 100 Millionen für Long-Covid-Forschung, doch noch erreichen. Betroffene und Angehörige machen immer wieder auf ihre Situation aufmerksam. Die Verantwortung für die Spätfolgen der größten Gesundheitskrise Deutschlands wird hin und her geschoben. Die Leidtragenden sind Betroffene wie Paula. Ich habe gefühlt alles probiert, was man probieren kann, ja. Und ich bin auch echt müde, noch weiterhin zu Ärzten zu gehen, weil die Krankenkasse zahlt sowieso nichts. Das heißt, alles mit viel Kosten und Energie für mich verbunden. Und bisher ist noch nichts dabei rumgekommen. Warum gibt es da nicht ein Eilverfahren, wie zum Beispiel bei der Entwicklung vom Impfstoff? Warum wird hier gespart an der Gesundheit, an dem Leid von so vielen Menschen? Das macht mich total wütend. Wir haben während der Corona-Zeit unendlich viel Geld in die Hand genommen, haben viele, viele Schulden gemacht in Hunderten von Milliarden Euro Höhe, weil es notwendig war. Und jetzt sind wir natürlich wieder in der Normalzeit und deswegen ist das Geld knapp. Und jetzt müssen wir gucken, dass trotzdem für Long-Covid zur Erforschung, zur Behandlung, zur Therapie genug Geld da ist, damit diese Sachen auch funktionieren. Angehörige und Betroffene fordern Unterstützung von der Regierung und von der Pharmaindustrie. Der Appell geht an die pharmazeutische Industrie, dass klinische Studien gemacht werden müssen. Dann aber auch, dass man sich auch von Seiten der Politik überlegen muss, wie man unter Umständen die Bedingungen vereinfacht, klinische Studien zu machen. Inzwischen ist für die meisten Corona in weite Ferne gerückt. Aber haben wir aus der großen Pandemie Lehren gezogen? Ich denke, wir sind sicher so gut vorbereitet wie noch nie. Also man muss sich immer auf den Worst Case vorbereiten, das ist klar. Ich hoffe, dass das diesmal auch geschieht. Dass man einfach dann die Maßnahmen konsequent durchsetzt und inhaltlich bleibt. Doch die Pandemie hat die Gesellschaft verändert. Wir waren eine Gesellschaft, die bei allen Unterschieden, die wir immer hatten, eine, die enger beisammen lag als die Gesellschaft, die jetzt beisammen liegt. Und von daher bieten wir, wenn eine Pandemie morgen, übermorgen käme, mehr Einfallstore, als wir sie damals 2020 hatten. Die nächste Krise sieht ganz anders aus als die vorherige. Und ich befürchte, dass es nie zu einem Moment kommt, wo man dann einfach die Schublade aufmacht und dann einfach das Manual rausholt, das man dann von Seite 1 bis 18 abarbeiten muss. Und dann hat man die nächste Krise bewältigt, sondern die wird sich schon ganz anders präsentieren. Ob es dann gelingt, die Menschen von notwendigen Maßnahmen besser zu überzeugen? Die nächste Pandemie wird zeigen, was Politik und Gesellschaft wirklich gelernt haben.